Ich freue mich sehr, hier zu sein bei der Konkurrenz. Es gibt keine Konkurrenz. Wir sind alle Freunde und freue mich, über dieses Thema sprechen zu können, Service-Roboter aus der Perspektive der Ethik. Ich beschäftige mich sehr, sehr intensiv mit Service-Robotern und auch sehr intensiv mit sozialen Robotern und ich werde diese Begriffe auch gleich erklären. Wir sehen hier einen Roboter, den es wirklich gibt. Es kursieren ja viele Fotos im Internet von Robotern, die es nicht gibt. Und diesen Roboter, den gibt es und ich werde nachher einige Worte zu ihm sagen. Einige Begriffsklärungen am Anfang. Ich habe sehr viel Bildmaterial mitgebracht. Wir werden sehr viel sehen, auch Details sehen, aber einige Begriffsklärungen am Anfang. Es geht in diesem Vortrag auch immer wieder um die Disziplinen von Robotik und KI, künstliche Intelligenz. Und die Robotik ist eine Disziplin, eine Technik, eine Wissenschaft, die sich mit dem Entwurf, dem Bau, dem Betrieb von Robotern beschäftigt. Und ich rede immer wieder mit Robotikern, die abstreiten, irgendwas mit künstlicher Intelligenz zu tun zu haben, wehren das vehement ab. Aber natürlich ist die KI immer wichtiger für die Robotik und gerade sehr ambitionierte Roboter kommen nicht ohne künstliche Intelligenz aus. Deshalb ist seit einigen Jahren die Disziplin der künstlichen Intelligenz neben die Robotik getreten und bereichert aus meiner Sicht wirklich Roboter auf vielfältige Weise. Und einige Roboter, die wir sehen werden, sind natürlich auch mit KI bestückt. KI, schwache KI, versucht menschliche, manchmal auch tierische Intelligenz abzubilden oder in bestimmten Aspekten abzubilden oder auch zu simulieren. Es gibt ganz viele Redeweisen diesbezüglich. Man hört in den letzten Jahren immer wieder den Einwand, aber Roboter sind doch gar nicht intelligent. Später komme ich zur Maschinenethik. Roboter seien doch gar nicht moralisch. Nein, sind sie nicht. Aber wir haben eine bestimmte Redeweise etabliert, sogar in der künstlichen Intelligenz seit 50, 60, 70 Jahren, die es uns, glaube ich, erlaubt, so zu sprechen und die auch Begriffe wie künstliche Intelligenz durchaus mit Sinn erfüllt. Wir versuchen also, Aspekte menschlicher oder auch tierischer Intelligenz abzubilden, nachzubilden. Dazu gleich noch mehr. In der Robotik machen wir das jetzt aber zur Ethik. Ich verbinde jetzt Robotik, KI und Ethik. Die Ethik, ich glaube, hier sitzen genug Expertinnen und Experten, denen ich das nicht erzählen muss. Die Ethik ist eine sehr alte Disziplin, älter auch als die meisten monotheistischen Weltreligionen. Ich glaube eh nicht, dass Religion und Moral viel miteinander zu tun haben. Darüber müssten wir jetzt genauer nachdenken. Auf jeden Fall ist die Moral keine Erfindung der Religion. Die Moral selbst ist ja so alt wie der Mensch. Und die Ethik ist ein systematisches Nachdenken über die Moral. So will ich im Folgenden sprechen. Die Ethik ist die Disziplin, die sich mit etwas beschäftigt. Womit beschäftigt sie sich? Mit ihrem Gegenstand, mit der Moral. Das wäre für heute meine Unterscheidung. Einer der Begründer der Ethik ist natürlich Aristoteles. Und darauf will ich nicht näher eingehen, auf die ganzen Wellen, die seitdem geschlagen wurden. Was mir noch wichtig ist, die Ethik, so wie wir sie treiben, wendet wissenschaftliche Methoden an. Es ist natürlich ein alter Streit, ob die Ethik eine Wissenschaft ist. Ich würde sagen, erstens hat sie einen klar abgrenzbaren Gegenstandsbereich, nämlich die Moral, wie wir gerade geklärt haben. Und zweitens, wenn sie wissenschaftliche Methoden anwendet, wie die logische Methode, die diskursive Methode, die dialektische Methode, dann ist es eine Wissenschaft. Und wenn nicht, dann nicht. Man kann Ethik natürlich auf viele Weisen treiben. Man kann Ethik auch als Lebenswissenschaft oder als Lebensschule vielmehr betreiben. Man kann auch eine philosophische Praxis eröffnen. Ich wäre kein guter Kandidat dafür. Ich fürchte, die Leute würden in meine Praxis kommen und sich dann aus dem Fenster stürzen. Also ich könnte keine Weisheiten von mir geben, armen, gebeutelten Leuten gegenüber. Das wäre keine gute Idee, das mit mir zu machen.
Das kann man mit anderen Leuten machen und man kann auch so Ethik natürlich betreiben. Ich betreibe es anders. Was ist die Moral? Die Moral ist ein Setting aus Überzeugungen, Wertvorstellungen, Handlungsregeln auch und insgesamt an Ideen oder Vorstellungen in Bezug auf das, was gut und böse ist oder gerecht und ungerecht ist. Wenn ich meine Studierenden frage nach einiger Zeit, ob sie nochmals zusammenfassen können, wie wir Ethik und Moral gebrauchen als Begriffe, dann sagen sie verschiedene Dinge. Ein Student hat einmal was Wunderbares gesagt. Er hat gemeint, Herr Bendel, Ethik treibt man, Moral hat man. Und seitdem zitiere ich diesen Studenten immer wieder. Das war vorzüglich gesagt. Jetzt stehe ich hier für zwei Disziplinen, das muss ich noch erklären, bevor wir in die Bilderflut gehen. Ich stehe für die Informationsethik und für die Maschinenethik. Die Informationsethik ist eine klassische Bereichsethik wie Wirtschaftsethik, wie Medizinethik, wie Medienethik. Damit habe ich auch schon drei Bereichsethiken genannt, die sehr gut ausgestattet sind, weltweit, die Institute betreiben, die Lehrstühle betreiben, die recht gut finanziell ausgestattet sind. Das Paradox ist, wir sind als Bereichsethik der Informationsethik, glaube ich, sehr, sehr wichtig geworden in den letzten Jahren. Aber es gibt wenige von uns und wir sind nicht gut ausgestattet. So viel ich weiß, kommt mein ehemaliger Professor, bei dem ich auch Ethik hatte, immer noch hierher. Er fliegt von Helsinki ein und hält eine Informationsethik-Vorlesung in Chur. Und ansonsten gibt es einfach nicht viele von uns und wir sind bis heute nicht gut ausgestattet. Das ist die halbe Wahrheit. Ich saß in einer Jury für das Deutsche Internetinstitut. Das macht massiv Forschung jetzt in dieser Richtung. Und wir als Jury durften entscheiden, wohin dieses Institut kommt. Und wir haben uns für Berlin als Standort dann entschieden. Die sind ganz gut ausgestattet, ich glaube mit 50 Millionen Euro für die ersten Jahre. Damit kann man was machen. Also es tut sich ein bisschen was. Ich würde die Informationsethik als Reflexionsdisziplin beschreiben. Wir denken nach, wir erstellen vielleicht bestimmte Leitlinien, das können wir machen. Wir begeben uns in einen Diskurs vielleicht mit Unternehmen wie Google, vielleicht mit Verbraucherschützern, vielleicht mit Anwendern und so weiter und klären hier bestimmte Sachverhalte. Die Maschinenethik macht was ganz anderes. Ich würde sie als Gestaltungs- oder Designdisziplin bezeichnen. Und das wirklich im eigentlichen Sinne, natürlich gestaltet die Informationsethik auch irgendwo, irgendwann, als normative Disziplin zumindest. Aber die Maschinenethik baut wirklich etwas und dazu braucht sie Robotik und KI. Deshalb bin ich auf die beiden auch doch etwas ausführlicher eingegangen. Wir brauchen sie auch schon wegen der Robotern, von denen die Rede ist. Aber wir bauen in der Maschinenethik tatsächlich Maschinen und zwar bauen wir sogenannte moralische Maschinen. Das ist ein Terminus technicus. Nochmals, die Maschinen sind nicht wirklich moralisch, was immer das bedeuten soll. Wir geben ihnen bestimmte Aspekte menschlicher Moral. Nicht tierischer Moral, die gibt es nicht. Das ist auch ein großer Streit, den ich hier nicht vertiefen will an der Stelle. Aber menschliche Moral, ganz konkret gesprochen, wir versuchen, moralische Regeln zu identifizieren und sie dann maschinenverarbeitbar zu machen. Wir stecken diese moralischen Regeln in die Maschinen. Wir machen was ganz Ähnliches wie die künstliche Intelligenz. Die künstliche Intelligenz versucht, Aspekte menschlicher Intelligenz oder tierischer abzubilden, in die Maschine zu stecken. Und wir versuchen, bestimmte Aspekte menschlicher Moral abzubilden und in die Maschine zu stecken. Ganz viel können wir nicht abbilden, vor allem nicht in der schwachen Maschinenethik, wie ich sie nenne. Maschinen haben keine Empathie, keine Emotionen, dazu komme ich noch. Das spielt eine große Rolle bei sozialen Robotern. Sie haben kein Bewusstsein. Sie haben keinen freien Willen und so weiter. All das haben Maschinen definitiv nicht. Aber erstens kann man das auch simulieren, all das, was ich gerade genannt habe. Und zweitens, wir fokussieren uns auf einen bestimmten Bereich menschlicher Moral. Und das geht. Das kann man in die Maschine stecken. Ich würde sogar sagen, wenn Maschinen was gut können, dann Regeln befolgen. Maschinen können das super. Und was wir eigentlich machen, sind kleine Fundamentalisten. Es gibt auch Menschen, die sich nur an Regeln halten, nur an bestimmten festgeschriebenen Regeln. Und solche Maschinen bauen wir. Ja, das klingt jetzt nicht sehr sympathisch, aber bei Maschinen ist es ganz gut, wenn sie sich sklavisch an bestimmte Regeln halten.
Vielleicht. Auch das wird diskutiert und es gibt Kolleginnen und Kollegen von mir, die bauen etwas andere Maschinen. Ich komme noch darauf. Für mich als Ethiker ist es ungemein wichtig, Maschinen genau zu betrachten. Ich gehe von Beschreibungen, genauen Beschreibungen von Maschinen aus und dann erst entwickle ich ethische Überlegungen. Und es gibt heutzutage so viele pauschale Urteile in Bezug auf KI und Robotik, dem will ich mich nicht anschließen. Ich will konkret sprechen und versuche, das hier ein Stück weit zu machen. Ich kann hier vor allem einige Fragen formulieren, mit Ihnen dann diskutieren. Und ich glaube aber, diese Fragen sind an sich recht interessant. Ich versuche natürlich inzwischen auch viele, viele Antworten zu geben. Deshalb schreibe ich so viel und so fleißig. Ich habe einmal im Europäischen Parlament einen Vortrag gehalten und dann hieß es am Ende, Herr Bendel, so viele Fragen, tolle Fragen, aber wo sind die Antworten? Und ich so, Antworten sind auch wichtig. Ja. Und ich versuche sie zu liefern und das immer mehr. Kommen wir zum ersten großen Thema, Service-Roboter. In Wirklichkeit will ich nämlich über zwei Bereiche reden, über Service-Roboter und zwar im Sinne von Hardware-Robotern und von auch so nennbaren Service-Robotern, aber von Software-Robotern. Also ich will eigentliche Service-Roboter thematisieren wie Haushaltsroboter oder Transportroboter, aber auch Softwareroboter wie Chatbots und Assistenten, Sprachassistenten, Voicebots. Serviceroboter verbreiten sich immer mehr und ich bin viel unterwegs. Jetzt wäre ich nach Kalifornien geflogen, in Kürze nach Hawaii dann auch. Kalifornien beruflich zumindest, Hawaii weniger. Das ist alles leider nicht möglich in diesen Zeiten. Wir werden nicht mehr reingelassen. Die Grenzen sind dicht, ab morgen Mittag wohl. Und wenn ich in Kalifornien unterwegs bin, dann habe ich das Vergnügen, relativ vielen Robotern zu begegnen. Man begegnet ihnen wirklich im Silicon Valley, zum Beispiel dem Sicherheitsroboter K5. Und auf solche Roboter will ich eingehen. Man sieht sie immer mehr. Und es gibt auch Bereiche, wo sich Service-Roboter rechnen. Das ist mir ganz wichtig. In den meisten Bereichen rechnen sich Service-Roboter nicht, zum Beispiel in der Pflege. Ich werde auf Pflegeroboter eingehen. Wo rechnen sich Service-Roboter, wo gibt es Business Cases? Im Grunde in drei Gebieten, nämlich beim Transport, bei der Sicherheit und in der Reinigung. Dort kann man im Moment gewinnbringend Service-Roboter einsetzen. Ja, ich komme zum ersten Beispiel. Das ist ein ganz trivialer Saugroboter, wie wir ihn kennen. Nicht ganz trivial. Er kann über eine App gesteuert werden. Er liefert auch ein Live-Bild der Wohnung. Das hat Vorteile und Nachteile. Und man kann zum Beispiel, wenn man gerade unterwegs ist, sich Live-Bilder von der Wohnung liefern lassen, den Einbrecher live sehen, der gerade die Wohnung betritt. Oder andere unangenehme Dinge und dann vielleicht auch reagieren. Er hat eben eine Überwachungskamera, er hat Bewegungssensoren und er ist WLAN-fähig. Das heißt schon eine ganze Menge, auch aus ethischer Sicht, dass er solche Möglichkeiten hat. Und ich komme gleich darauf. Aber bevor ich darauf komme, bevor ich Fragen stelle aus den Bereichsethiken heraus, vor allem aus der Informationsethik und aus der Maschinenethik heraus, das ist immer meine Einteilung, Fragen aus beiden Bereichen heraus, bevor ich das mache, mein Lieblingsbeispiel aus der Maschinenethik heraus, von mir vor einigen Jahren erdacht und vor wenigen Jahren gebaut mit Studierenden zusammen. Katrin Misselhorn hat ein wunderbares Buch vorgelegt im Reclam Verlag, erschienen Grundfragen der Maschinenethik, vor einiger Zeit herausgekommen und ich freue mich sehr, dass sie ihr Buch mit diesem Beispiel anfängt. Das ist ein Paradebeispiel für die Maschinenethik geworden, gerade weil es so einfach ist, weil es so simpel wirkt und weil man damit zeigen kann, mit einer kleinen Änderung der Maschine kann man einiges erreichen. Ob man das dann will, was man erreicht, ist eine andere Frage. Mir geht es ums Prinzip. Was kann dieser Saugroboter? Lady Bird habe ich ihn genannt. Er identifiziert Marienkäfer, deshalb heißt er so, Lady Bird oder Ladybug. Und wenn er einen Marienkäfer sieht, dann stellt er die Arbeit ein. Also er ruft sozusagen, jö und wie niedlich und ich will Leben retten und bloß keinen Marienkäfer töten. Und dann stellt er die Arbeit ein. Ja? Das ist ganz, ganz simpel. Im Grunde haben wir ihm eine moralische Regel gegeben, töte keine Marienkäfer, mach das nicht. Ja? Und diese Regel setzt er um. Das ist was sehr Kleines, aber was sehr Folgenreiches, wenn Sie sich vorstellen, Sie sind ein Marienkäfer. Dann hat das für sie große Konsequenzen. Wenn ich meinen Studierenden dieses Beispiel nahegebracht habe, dann bekam ich immer wieder den Einwand, Herr Bendel, was soll der Unsinn? Wir holen den Sauger doch, um Spinnen einzusaugen. Ja?
wir wollen doch Tiere töten. Und dann sage ich ihnen, ihr seid böse, böse Menschen. Aber ihr seid auch Kunden und man könnte euch gerecht werden, indem man zum Beispiel einen Kill-Button einbaut. Ja? Dann müsstet ihr euch aktiv dafür entscheiden, töte die Spinne. Töte. Wir haben das nicht gemacht. Auch das geistert etwas durch die Medien und durch die Wissenschaftsliteratur. Wir hätten sowas gebaut, das haben wir nicht gebaut. Wir haben was anderes gemacht, darauf komme ich noch. Wir sind schon der Meinung, dass man die persönliche Moral in manchen Bereichen auf die Maschine übertragen kann und soll. Aber wir haben faktisch keine böse Maschine gebaut, die Spinnen tötet. In den 80er Jahren habe ich Tierethik studiert. Ich fühle mich auch sehr verbunden mit dem Tierrecht und mit dem Tierschutz. Ich bin der Meinung, alle drei Bereiche gehören etwas separiert. Aber mein Herz schlägt, das ist ein großes Gebiet von mir in der Maschinenethik neben Chatbots, mein Herz schlägt für Tiere und für tierfreundliche Maschinen. Das ist so eine. Ich möchte schon immer zwei Hüte aufsetzen. Als Maschinenethiker könnte ich auch diesen Saugroboter mit Killbutton bauen. Problemlos. Und als Maschinenethiker hätte ich damit kein Problem. Darum geht es mir nicht in der Maschinenethik. Mir geht es auch nicht darum, die richtige Moral für die Maschine zu identifizieren, sondern mir geht es darum, die Moral umzusetzen in der Maschine. Das ist meine Aufgabe als Maschinenethiker, so wie ich sie verstehe. Aber ich habe ja andere Hüte auf, zum Beispiel den Tierschützerhut. Und mit diesem Hut sage ich, ich will keine tiertötenden Maschinen bauen. Oder keine Kampfroboter. Das ist auch ein wichtiges Beispiel. Mein Kollege Ron Arkin arbeitet für das Pentagon. Er ist Maschinenethiker, einer der berühmtesten der Welt. Und er baut Kampfroboter mit künstlichem Gewissen. Das ist einfach ein Feld, in dem ich nicht arbeiten will, aus verschiedenen Gründen. Und ich bin aber der Meinung, das kann man tun und darf man tun. Als Maschinenethiker darf man das tun. Und er macht das großartig. Er ist ein wichtiger Forscher. Ich möchte einfach nicht fürs Militär arbeiten. Jetzt stelle ich einige Fragen, zuerst aus dem Bereichsethik und dann aus der Maschinenethik. Wir müssen nicht alle diese Fragen im Einzelnen genauer anschauen, aber ich werde immer wieder welche herauspicken. Bereichsethische Fragen sind, was ist mit kleinen Tieren, die vom Saugroboter eingesaugt und getötet werden? Soll man das ändern? Kann man das ändern? Ja, man kann es ändern. Wie verfährt man mit persönlichen Daten, die dieser Roboter sammelt und vielleicht auswertet und weitergibt? Und was ist überhaupt auch mit den Informationen über die Wohnungen und Häuser oder über die Bilder an der Wand? Das könnten interessante Informationen für bestimmte Kreise sein. Maschinenethische Fragen sind, jetzt kommt die andere Perspektive, soll der Saugroboter kleine Tiere verschonen und wie macht er das? Wie macht er das im Einzelnen? Soll er ein Menü haben, damit seine Moral festgelegt werden kann, was ihm erlauben könnte, Spinnen zu töten? Ich komme auf so ein Menü zu sprechen. Oder soll er in der Lage sein, die Bewohner von der Überwachung auszuschließen? Also als Entscheidung, die er sozusagen treffen kann. Jetzt habe ich schon zwei, dreimal dieses Menü erwähnt und das ist das Moralmenü, das ich vor einigen Jahren erfunden habe und das wir jetzt tatsächlich gebaut haben, aber nicht für Lady Bird. Dazu sage ich etwas später mehr. Ich habe zwei Konzeptionen entwickelt, eine für Lady Bird und eine für Sprachassistenten, auch dazu später mehr. Konzeptionen zu diesem Moralmenü. Ich gehe bei meiner Arbeit gehe ich ähnlich vor, ob ich Literatur schreibe oder Wissenschaft treibe. In der Regel habe ich einen Begriff, mit dem ich anfange oder einen Titel. Wenn ich Romane schreibe, ich schreibe auch Romane oder Gedichtbände, dann brauche ich den Titel des Werks. Ohne das kann ich nicht anfangen. Der Titel muss später nicht mehr der Titel sein, den ich im Kopf hatte und niedergeschrieben habe. Aber ich muss mit einem Wort beginnen, ich muss mit einem Titel beginnen. Ich habe einen Roman über St. Gallen geschrieben, der hieß in meinem Kopf Schnee in der Stadt. Und genau mit diesem Titel habe ich diesen Roman begonnen zu schreiben. Genauso in der Wissenschaft, ich brauche einen Begriff wie Lady Bird oder Moralmenü und dann kann ich anfangen zu arbeiten. Der zweite Schritt ist, und das kam mir ungewöhnlich für mich vor, weil ich immer ein sehr sprachlicher Mensch war und nicht lange kein bildlicher Mensch, aber der zweite Schritt ist für mich inzwischen, ich male ein Bild und das brauche ich. Nach diesem Titel oder nach diesem Begriff, den ich gefunden habe, male ich ein Bild und die sehen immer so aus. Sie werden es noch ein paar Mal sehen, Sie haben es jetzt bei Lady Bird gesehen. Und hier nochmals, ich brauche ein Bild. Und mit diesem Bild beginne ich auch zu kommunizieren. Ich zeige das Leuten, ich spreche mit Leuten. Und dann entwickelt sich das weiter. Dann mache ich in der Regel ein erstes Paper, reiche das ein. Dann bauen wir die Maschine, dann schreibe ich das Projekt aus, wir bauen die Maschine und dann machen wir noch ein Paper und reichen das ein.
So läuft normalerweise unsere Arbeit. Gut, was ist hier die Idee? Die Idee ist, gerade bei bestimmten Service-Robotern, zum Beispiel bei Haushaltsrobotern, könnte es sinnvoll sein, wenn ich meine persönliche, individuelle Moral auf die Maschine übertragen kann. Ich glaube, in anderen Bereichen ist das problematisch, zum Beispiel bei autonomen Autos. Aber bei einem Haushaltsroboter halte ich das für sinnvoll. Und unsere Idee war eben, dem Haushaltsroboter, dem Saugroboter meinetwegen, noch einiges mehr zu erlauben. Man könnte ihm tatsächlich auch erlauben, Spinnen zu töten. Wir haben dieses Moralmenü nicht gebaut, wir haben ein anderes gebaut. Zu dem komme ich noch. Aber die Idee nochmals ist, ich kann als Benutzer über Schieberegler, wie wir sie kennen auf Tablets und Smartphones, kann ich meine persönliche Einstellung auf das Gerät übertragen. Ich schiebe einfach Regler hin und her und sage dann, das entspricht so in etwa meiner Moral. Jetzt kann man schon ganz viel einwerfen, man könnte sagen, das ist doch nicht vollständig oder warum A und B und nicht was dazwischen und so weiter. Das sind alles legitime Diskussionen. Wir wollten einfach die Möglichkeit schaffen, dass der Benutzer seine moralischen Vorstellungen auf die Maschine überträgt. Und dazu gehört, eine moralische Einstellung ist hier, töte die Spinne. Ja, töte die Kakerlake und so weiter. Alle Möglichkeiten gibt es hier. Es gibt sogar am Ende die Möglichkeit, in Zweifelsfällen verfolge ich meine eigene Moral. Dann gibt man dem Roboter etwas Freiheit. Ich komme später dazu zurück. Ich nenne das Stellvertretermaschine mit einer Stellvertretermoral. Vielleicht bleibe ich noch bei den tierfreundlichen Maschinen eine Minute. Wir haben jetzt gerade gebaut Happy Hedgehog. Auch da war zuerst der Begriff in meinem Kopf. Der Begriff hat mich interessiert. Wie drücken wir das aus? Und dann kam ich darauf, er muss Happy Hedgehog heißen. Abgekürzt hahaha. Hier haben wir ein reales Problem identifiziert, das es gibt in Ihrem Garten vielleicht. Handelsübliche Mähroboter für den Rasen, Rasenmäherroboter, töten tatsächlich regelmäßig Igel. Es sind vor allem kleine Igel, es sind vor allem Igel, die sich nachts herumtreiben oder sich irgendwo hinkauern, und das ist ein großes Problem. Wir haben mit Herstellern gesprochen. Die Hersteller haben allen Ernstes gesagt, sie müssen diesen Mähroboter beaufsichtigen. Niemand beaufsichtigt einen Mähroboter. Dafür ist er da. Er ist eine automatische oder autonome Maschine und wir lassen ihn allein. Das ist der Sinn und Zweck. Das war ernsthaft die Antwort. Andererseits war man auch fasziniert. Kelcher wollte uns gleich Riesengeräte schicken und so weiter. Wir kamen aber an den Quellcode nicht heran und wir haben gesagt, wir bauen das alleine. Es wird schlimm aussehen am Ende, aber wir bauen das alleine. Wir haben es gebaut, es sah schlimm aus, aber es hat funktioniert. Das war der wesentliche Punkt. Unser Happy Hedgehog hat eine Wärmebildkamera. Also er rollt in der Gegend herum, er sieht etwas. Er sieht die Wärme, er nimmt die Wärme wahr und er hält inne. Dann hat er Bilderkennung. Wir haben ihn mit hunderten, tausenden Igelfotos gefüttert und er erkennt tatsächlich dann, was für ein Tier es ist und dass es ein Igel ist. Und wenn es ein Igel ist, dann hört er auf. Ja, dann schreit er wieder Jö in sich hinein und sagt, nein, um Gottes Willen, das darf ich nicht töten. Und man sieht, Lady Bird haben wir sozusagen etwas mehr in die Praxis übertragen. Lady Bird ist ein sehr beliebtes Beispiel geworden, aber es gab natürlich auch Leute, ich weiß noch, bei einer Veranstaltung hat eine Österreicherin geschrien, sie werden uns alle töten, und sie meinte die Marienkäfer. Vermutlich hatte sie invasive Arten im Kopf. Ja? Das gibt es alles, aber das war nicht mein Punkt. Oder? Mein Punkt war einfach zu zeigen, dieses Prinzip funktioniert. Man kann diese Regeln in die Maschine stecken. Und welchem Tier wir dann helfen. Ich komme zu Pflegerobotern, die mich sehr, sehr interessieren. Und gleich auch etwas dazu, die mich sehr interessieren, die ein Riesenthema geworden sind. Der Deutsche Ethikrat hat gerade die Empfehlung abgegeben, Pflegeroboter einzusetzen. Und wir forschen in diesem Bereich seit einigen Jahren. Wir machen auch wirklich empirische Forschung. Wir begleiten Pflegeroboter in der Praxis in der Schweiz und in Deutschland. Dieser Prototyp wird nicht weiterentwickelt im Moment. Er stammt von Riken in Japan. Ich glaube insgesamt, dass die Japaner uns gar nicht so weit voraus sind. Das wird immer so kolportiert und Japaner würden alles beseelen und so weiter. Also wenn man mit Japanern spricht, dann hat man nicht immer den Eindruck. Zumindest gewinnt man ein differenziertes Bild. Und wir hatten vor kurzem, ich durfte das Berliner Kolloquium abhalten für die Daimler-Benz-Stiftung zum Thema Pflegeroboter. Und wir hatten Florian Kulmaas bei uns, der Japan-Experte im deutschsprachigen Raum. Und er behauptet, das finde ich wieder das andere Extrem, Japaner halten gar nichts für beseelt. Sie machen einfach gutes Marketing.
Das sind Geschichten, die lassen sich weltweit gut erzählen. Ich glaube, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte, weil ich stelle schon fest, zum Beispiel Maschinenethik gibt es nicht in Japan. Ich glaube, Japaner würden keinen Sinn in Maschinenethik sehen, weil doch sie eher den Eindruck haben, die Maschine regelt das für sich. Und irgendwo scheint mir die Wahrheit in der Mitte zu liegen. Gut, das ist allerdings japanische Forschung und wir müssen auch sagen, dass mit Softbank heutzutage eine japanische Firma da ist, die sehr, sehr wichtig ist. Von daher, japanische Robotikforschung ist schon vom Feinsten. Und Softbank hat auch Boston Dynamics zum Beispiel geschluckt, das vorher zu Google gehört hat. Es ist eine sehr, sehr große Firma. Und zu ihr gehören natürlich auch Firmen wie Aldebaran, die Pepper und Nao und so weiter machen. Also soziale Roboter, die wir inzwischen sehr gut kennen, die wir auch in der Schweiz viel im Einsatz haben. Hier ist mir wichtig, Robert arbeitet im Tandem. Wir brauchen wirklich die Pflegekraft noch. Die Pflegekraft schiebt den Patienten, die Patientin in die Arme von Robert und Robert macht den Rest. Dieses Angewiesensein auf Menschen betrifft viele, viele Roboter in diesem Bereich. Nicht alle können etwas wirklich alleine machen. Es gibt Roboter, die was alleine machen können. Leo wird gerade was ganz Faszinierendes beigebracht und das kann er schon alleine. Leo macht manche Sachen auch gerne im Tandem, aber was Leo im Moment lernt, er sammelt Patienten ein. Er geht von Tür zu Tür und holt Patienten ab zu einem bestimmten Termin beispielsweise. Sagen wir mal, um 16 Uhr ist Physiotherapie irgendwo in einem Pflegeheim. Was Leo tatsächlich kann, ist Folgendes. Er geht zu einer Tür. Dann klopft er an der Tür. Er hat sehr, sehr weiche Greifer. Man würde dieses Klopfen nicht gut hören, vor allem wenn man schlecht hört. Deshalb holt Leo einen Klopfstock heraus und mit diesem Klopfstock klopft er an die Tür. Dann wartet er, bis hereingerufen wird und erst dann öffnet er die Tür. An der Türklinke ist ein 2D-Code, den erkennt er. Er weiß dann auch, wo er runterdrücken muss. Er öffnet die Tür, ruft dann in den Raum, Rudi, um 16 Uhr ist Physio, vergiss es nicht. Ja? Dann macht er die Tür wieder zu, das ist wichtig, und rollt weiter. Und so sammelt er Patienten ein. Warum ist das wichtig? Eigentlich wäre eine roboterfreundliche Umgebung eine, wo alle Türen offen sind. Weil der Roboter sollte zum Beispiel auch sehen, ob ein Patient gestürzt ist, am Boden liegt und so weiter. Nur für den Patienten ist es nicht angenehm, wenn immer alle Türen offen sind, wenn er keine Intim- und Privatsphäre hat. Und ich halte viel von Robotern, die sowas können wie Türen öffnen und schließen. Man sieht hier, er hat Zugriff auf einen Becher, auf Spielzeug. Das kann er alles halten, bringen, holen. Er kann sogar Flaschen aufmachen. Man wundert sich mit einem Arm. Ja, kann er. Er nimmt die Flasche, steckt sie in eine Körperöffnung und dreht dann und macht die Flasche auf. Das ist gut gemacht, das ist Schweizer Forschung. Leo wird in der Schweiz hergestellt. Und wir machen mit ihm auch die Experimente, die ich genannt habe. Wir haben ein Paper gerade dazu gemacht und können es in Kalifornien an der Stanford University jetzt nicht vortragen, aber in Washington im Herbst vermutlich. Leo hat wirklich ambitionierte Fähigkeiten. Er hat auch Kameras, er hat Display, Gesichts- und Spracherkennung. Wir haben auch, oder die Firma hat versucht, ihm Dialekt beizubringen. Die Akzeptanz stieg dann tatsächlich in der Schweiz. Das ist sehr wichtig, dass der Roboter auch dialektale Fähigkeiten hat. Und er wird nach und nach und ausgebaut. Was man hier sieht, wenn Sie sich mit Industrierobotik etwas auskennen, er ist nichts anderes als ein sogenannter Kooperations- und Kollaborationsroboter. Ein Co-Robot oder Cobot mit 5 bis 7 Achsen. Oder Freiheitsgraden müsste man genauer sagen hier. Dieser Co-Robot wird auf eine mobile Plattform gesetzt und das ist der Pflegeroboter. Und ich halte das für einen sehr, sehr guten Ansatz. Co-Robots sind ja gemacht für die Nähe zu Menschen. Sie können eh als Werkzeuge aus der Industrie, die eng mit Menschen zusammenarbeiten, Menschen aushalten, Menschen ertragen und gut zu Menschen sein. Und ich halte das für einen guten Ansatz. Pepper wird inzwischen auch viel eingesetzt, aber Pepper kann einfach nichts mit den Händen. Die Hände sind toll gemacht, aber die Hände sind dafür gemacht, High Five zu machen und den Ghetto-Gruß. Das kann Pepper gut, sonst kann er nichts. Pepper ist ein toller Entertainer, ist ein emotionaler Roboter, ich komme noch darauf, aber er kann nichts. Er könnte nicht mal eine Waffe nehmen und jemanden erschießen. Ja. Gut, bevor ich zu den Fragen wiederkomme,
noch ein dritter Pflegeroboter aus dem gleichen Hause, aber zusammen mit einer chinesischen Firma gebaut. Wir sehen, er hat zwei Arme. Ich denke, dass zwei Arme sehr wichtig sind. Zwei Arme sind durchaus auch ein Sicherheitsproblem unter bestimmten Umständen. Er kann dann quetschen und so weiter. Er kann vielleicht Verletzungen eher herbeiführen. Aber für bestimmte im eigentlichen Sinne pflegerische Aufgaben sind zwei Arme elementar. Beispielsweise kann man mit zwei Armen Leute aus- und anziehen. Im Moment, und das mag Sie vielleicht verblüffen, gibt es keinen Roboter, der mir bekannt wäre auf der Welt, der Menschen aus- und anziehen kann. Das sind hochkomplexe Aufgaben, die Roboter im Moment nicht können. Genauso das Nahrung reichen, despektierlich füttern genannt. Es gibt keinen Roboter, der das wirklich beherrscht. Man ist dran, es gibt Tests und so weiter, aber es gibt keinen Standardbetrieb diesbezüglich. Trotzdem, zwei Arme sind die Zukunft, glaube ich, und auch in diesem Falle sind das einfach zwei Co-Robots, die man auf den Körper montiert hat. Es ist der Monkey King hier. Die Chinesen lieben das, lieben dieses Aussehen. Und das ist auch wichtig, die Gestaltung ist kulturell natürlich abhängig. Wenn wir in der Schweiz aufwachen aus dem Koma oder aus tiefem Schlaf und ein Bär steht neben uns, dann erschrickt uns das vielleicht mit unserer Erfahrung. Auch in Japan gibt es Bären, also in den japanischen Wäldern gibt es auch hübsche Bären, aber irgendwie scheint dort mehr Affinität zu solchen Figuren auch da zu sein und in China zu Affen. Bereichsethische Fragen. Ich habe hier eine an den Anfang gestellt, die mich sehr umtreibt im Moment. Kann der Roboter bei Krisen und Katastrophen hilfreich sein? Mir ist auch wichtig, ethische Fragen sind nicht immer negative Fragen und nicht immer Problemfragen. Nach dem Motto, welche Probleme verursacht der Roboter schon wieder? Ethische Fragen sind auch Fragen, wie kann er uns helfen? Und ich bin der Meinung, ich habe vor kurzem einen kleinen Artikel dazu veröffentlicht, dass in Zeiten von Corona und Co. Sicherheitsroboter, Transportroboter, Pflegeroboter und Desinfektionsroboter wichtig sind. Und ich glaube, dass jedes Land Kohorten von solchen Robotern aufbauen sollte. Dann natürlich, wer trägt die Verantwortung bei einer fehlerhaften Betreuung? Wir sind uns relativ einig in der Szene von Roboterethik, Informationsethik, Maschinenethik, dass es nicht der Roboter selber ist, der nach unserer Meinung keine Verantwortung tragen kann, zumindest im ethischen Sinne nicht. Kann der Pflegeroboter vielleicht helfen, eine Scham zu verhindern, die man gegenüber Menschen hätte? Eine Patientin hat gesagt, sie würde sich lieber von einem Roboter im Intimbereich waschen lassen als von einem Menschen, weil ihr das sehr unangenehm ist, wenn Menschen das tun. Ich habe das bei einer Veranstaltung erzählt, wo die Welt da war. Die Welt machte dann daraus große Schlagzeile, Professor Bendel lässt sich lieber von einem Roboter im Intimbereich waschen. War mir relativ egal, aber das hatte ich so nicht gesagt, einfach ich hatte mich auf eine Patientin bezogen. Genau. Egal, ich arbeite gut mit der Welt zusammen, die ist besser als ihr Ruf. Zumindest hat sie einen sehr guten Wissenschaftsredakteur. Wie verfährt man wiederum mit persönlichen Daten, die der Roboter sammelt und auswertet? Und was Pflegekräfte natürlich umtreibt, ist der Roboter ein Konkurrent für sie? Im Moment nicht, in den nächsten 5 bis 10 Jahren nicht. Aus verschiedenen Gründen, ich habe welche angedeutet, im Moment entstehen oft Tandems. Aber das kann passieren. In 10 bis 20 Jahren könnten bestimmte pflegerische Aufgaben wirklich dem Roboter übertragen worden sein. Im Moment erschrecken Pflegekräfte oft vor Pflegerobotern und Angehörige. Die Patienten, mit denen wir zu tun haben, erschrecken weniger. Sobald sie den Mehrwert sehen, dass der Roboter für sie was macht, ihnen nützlich ist, schwinden die Ängste. Und das ist hochinteressant. Also die Angehörigen haben viel mehr Angst als die Betroffenen. Nicht ganz pauschal. Es gibt auch welche, die ablehnend entgegenstehen. Und bei Leo haben wir herausgefunden, wenn der Kopf von Leo zu hoch ist, über den Augen des Patienten, dann bekommt der Patient Angst. Also es ist unheimlich wichtig, den Roboter richtig zu gestalten, die Stimme auch richtig zu designen und auch auf die Größe und auf die Stellung zu achten. Eine Frau hat uns gesagt, sie würde mit einem Pflegeroboter auch Frauengespräche führen, aber nur, wenn er eine weibliche Stimme hat. Und das war eine sehr interessante Auskunft. Also auf die Stimme kommt es stark an. Maschinenethische Fragen sind, soll der Pflegeroboter deutlich machen, dass er nur eine Maschine ist? Das fordern wir seit vielen Jahren für bestimmte Roboter. Ich komme noch darauf. Wie soll er sich eigentlich bei Dilemmata verhalten, wenn verschiedene Patienten etwas wollen? Und solche Streitigkeiten haben wir schon in der Praxis festgestellt, tatsächlich. Es gibt Patienten, die eifersüchtig sind, wenn Leo bei jemand anderem ist. Es gibt auch Patienten, die sagen, verrät jetzt Leo das, was ich ihm gesagt habe, der anderen Patientin oder dem anderen Patienten?
Das sind ganz ernsthaft Befürchtungen von Patienten, die sich jetzt entwickeln. Leo hat natürlich sprachliche Fähigkeiten, also er kann ganz normal mit Menschen kommunizieren. Wie soll Leo oder auch Pikher reagieren, wenn der Patient will, dass er ihn tötet oder bestimmte Medikamente bringt? Vielleicht haben wir einen Roboter gebaut, der auf Anweisungen folgt, das wäre nützlich. Und dann ist die Frage, auf welche Anweisungen folgt er denn? Folgt er auch allen Anweisungen des Patienten beispielsweise? Und würde er auch der Anweisung folgen, bitte bring mir etwas mehr Schlaftabletten als üblich? Das sind wichtige Fragen und die können wir aus der Maschinenethik auch behandeln. Wenn Sie sich für das Thema interessieren, wir haben Ende 2018 das Buch Pflegeroboter herausgebracht. Ich mache niemals eine Werbeveranstaltung, wenn ich vortrage. Natürlich ist es Werbung, aber das Buch ist kostenlos. Also was ich sagen will, ich will mit Ihnen nichts verdienen. Ich verdiene leider überhaupt nichts an diesem Buch, weil es ein Open Access Buch ist. Sie können es kostenlos herunterladen. Seit heute steht die Zahl bei 160, das sind 160.000. Und darauf bin ich etwas stolz. Also im wissenschaftlichen Bereich 160.000 ist ziemlich toll. Das Thema interessiert wirklich ungemein. Jetzt etwas schneller bei diesen zwei, drei Typen. Der Sicherheitsroboter K5 ist sehr, sehr interessant. Inzwischen variiert man seine Formen auch etwas. Ich habe ihn kennengelernt im Silicon Valley als kegelförmigen Roboter. Dieser Sicherheitsroboter ist sehr, sehr ambitioniert. Er kann sehen, er kann hören und er kann riechen. Er kann Gefahrenstoffe riechen und er kann Rauchentwicklung wahrnehmen. Dieses Gerät rollt herum, autonom. Es kann Verdächtigen folgen. Das ist ein bisschen was anderes als eine Überwachungskamera. Dieses Gerät folgt Ihnen, wenn Sie irgendwas vorhaben. Und wenn er was Verdächtiges feststellt, dann ruft er eine Zentrale. Und die Zentrale, die noch von Menschen besetzt ist, entscheidet dann, ob jemand kommen soll. Ja. Er ist sehr ambitioniert, er ist mit KI ausgestattet, er hat auch eine Bilddatenbank, auf die er zugreifen kann und kann Gesichter abgleichen beispielsweise. Grundsätzlich, wenn er etwas Verdächtiges feststellt, wie Glassplittern oder wenn jemand zu schnell rennt, dann gibt er Alarm, also benachrichtigt Leute. Dem bin ich begegnet 2016 in der Stanford Shopping Mall. Das ist ein typischer Bereich, wo solche Sicherheitsroboter unterwegs sind, Shopping Malls oder Betriebsgelände. Und dort bin ich ihm begegnet. Sobald ich Roboter sehe, reagiere ich ganz emotional. Ich habe ihn sofort angesprochen, mit ihm geredet. Er hat nichts gesagt. Er kann einfach nicht reden. Und dann habe ich ihn in Ruhe gelassen. Ich finde ihn hochinteressant. Er ist auch einfach abstrakt gestaltet. Er macht keine Angst. In Dubai beispielsweise wird ein Polizeiroboter eingesetzt, der schon etwas Angst macht. Sie haben ein Produkt von PAL Robotics genommen aus Spanien und er ist humanoid gestaltet. Er hat eine Maske sozusagen auf, also er wirkt unheimlich maskenhaft und starr und trägt noch eine Mütze, die die Beamten dort auch tragen. Die Polizeibeamten. Und er macht Angst. Das war hier nicht die Absicht. Bereichsethische Fragen. Kann der Roboter bei Krisen und Katastrophen hilfreich sein? Ich denke ja. Jetzt bräuchten wir diese Roboter. Wer trägt die Verantwortung bei einer Kollision? Als ich zurückgekommen bin aus dem Silicon Valley, dachte ich, es wird zu Kollisionen kommen. Das wird auf jeden Fall der Fall sein. Ich habe einen Artikel geschrieben für eine Schweizer IT-Zeitschrift, den Sie auch nachlesen können, habe gesagt, ein Problem ist, es wird zu Kollisionen kommen. Es lässt sich nicht vermeiden, wenn noch mobile Roboter unsere Welt bevölkern, kommt es zu Unfällen, man stolpert oder kollidiert. Der Artikel war veröffentlicht, ein paar Wochen später, ich habe das nicht eingefädelt, gab es eine Kollision mit dem kleinen Jungen, blaue Flecken, zum Glück ist nicht mehr passiert. Aber es gibt Unfälle, definitiv. Einmal hatte er selber einen Selbstunfall, so sagt man ja, er fiel in einen Brunnen. Und das tat ihm nicht gut, Roboter und Wasser, das kommt nicht gut, außer wenn es Unterwasserroboter sind, dann kommt es gut, aber sonst nicht, er war kaputt. Wie ist die Analyse und Überwachung in diesem Zusammenhang zu bewerten? Das sehe ich sehr kritisch, das sind Roboter, die im öffentlichen Raum unterwegs sind und Analysen machen. Und ich bin dafür, im wirklich öffentlichen Raum hier wirklich auch zu regulieren. Ich bin gegen Gesichtserkennung beispielsweise im öffentlichen Raum. Wo ich es legitim finde, ein Stück weit, ist auf einem Betriebsgelände oder vielleicht auch in einer Shopping Mall. Darüber muss man diskutieren. Ich möchte aber als Kunde auch Möglichkeiten haben, ihm auszuweichen. Oder ich möchte roboterfreie Räume haben. Ist ein Konkurrent für Sicherheitskräfte? Definitiv. Das ist
ein Bereich, wo der Business Case vorhanden ist, damit wird Geld verdient. Definitiv, hier wird etwas passieren. Maschinenethische Fragen, soll der Sicherheitsroboter selbstständig Aktionen wie Festnahmen durchführen können und soll er eine Waffe selbstständig benutzen können? Sein chinesischer Kollege, der N-Bot, hat einen Elektroschocker bei sich. Den kann er aber nicht autonom auslösen, der muss dann wiederum ferngesteuert ausgelöst werden. Aber damit experimentiert man. Man baut Sicherheitsroboter, die Waffen bei sich tragen. Gut, nächstes Beispiel, Transportroboter. Das ist ein bekanntes Beispiel, damit hat die Schweizerische Post experimentiert. Und als ich zu Besuch war bei der Schweizerischen Post, wegen einer anderen Sache, bin ich zufällig ihm begegnet. Also ganz viele Bilder stammen von mir jetzt, von meinem Handy oder von meiner größeren Kamera. Ich habe ihn aufmachen dürfen, ich habe ihn untersuchen dürfen. Bei ihm waren zwei Operators, die haben ihn mit Sprachbefehlen gesteuert. Und ich fand ihn sehr niedlich, aber ich habe damals schon gedacht, er ist keine gute Idee, um ihn in öffentlichen Bereichen zu betreiben. Er ist zu klein, er ist eine Stolperfalle. Er ist keine gute Idee für Städte. Und das war die Idee, man wollte Paketzustellungen machen in Städten. Am Zebrastreifen wurde er dann drüber gelotst, dann durfte er wieder alleine rollen und so weiter. Und aus meiner Sicht, da gibt es keinen Sinn. Die Schweizerische Post hat auch Drohnen eingesetzt. Und das halte ich für sinnvoller, auch wenn alle Drohnen abgestürzt sind, die die Schweizerische Post eingesetzt hat. Also eine ist im Zürichsee hier gelandet und die andere in dem Wald irre. Ich halte etwas mehr von einem anderen Roboter, der heißt Relay. Das ist hier Starship Technologies. Relay ist etwa so groß, fast 20 Liter und er ist einfach groß genug, damit man nicht drüber stolpert. Sehr faszinierend. Er wird in ein Krankenhaus gesteckt oder in ein Pflegeheim und kann dann das Gebäude selbstständig vermessen. Er rollt herum und erstellt ein 3D-Modell der Wirklichkeit. Und dann kann man diese Karte sehr einfach manipulieren. Man kann ihm sagen, du machst immer Transporte von da nach da. Und dann setzt man ihn tatsächlich ein, heute schon in Pflegeheimen, Krankenhäusern und in Hotels. Das Ganze läuft dann auch so, der Gast bestellt was und der Roboter geht vom Empfang oder von der Küche aus los mit seiner Packung M&Ms. Ja? Rollt bis vor die Tür. Das Gute ist, wir haben in den letzten 30 Jahren unsere Umgebung barrierefreundlich gemacht, behindertenfreundlich. Und deshalb ist das Paradies angebrochen für Roboter mit Rollen. Die meisten haben ja Rollen. Das heißt, der Roboter kommt im Hotel wirklich überall hin. Er kommt über Rampen, er kann in den Aufzug steigen. Er hat eine bestimmte Möglichkeit, um den Aufzug zu bedienen. Das ist eine Schnittstelle. Das wird softwareseitig gelöst. Er drückt also nicht drauf. Und dann fährt er ins entsprechende Geschoss und landet vor dem Appartement oder vor dem Zimmer des Gastes. Was wunderschön bei Relay gemacht ist, er macht Geräusche und das fasziniert mich total. Es gibt künstliche Geräusche, die man Robotern gibt, die uns emotional wiederum total berühren. Sie alle kennen R2-D2 und alle Nachfolger in Star Wars, die machen ja Geräusche, die es in der Natur nicht gibt. Und diese Geräusche lieben wir. Wir springen total auf diese Geräusche an. Und Relay genauso, er macht unter bestimmten Umständen bestimmte Geräusche. Bereichsethische Fragen, wieder, und ich denke ja, kann der Roboter bei Krisen und Katastrophen hilfreich sein? Wer trägt die Verantwortung, wenn die Menschen über den Roboter stolpern oder sich Tiere in ihm verbeißen? Was ist, wenn der Roboter, der von Starship Technologies, es ist sehr, sehr klein, uns von ungewohnten Perspektiven anschaut, unter den Rock schaut oder unter den Kilt schaut? Das könnte ja theoretisch sein. Wie nennt man das? Upskirting, oder? Ist jetzt in immer mehr Ländern verboten, weil es wirklich schwachsinnige Männer gibt, die sowas machen wohl, systematisch. Und der könnte das auch. Und ist er ein Konkurrent für Postboten oder Paketzusteller? Nein, das wird sich nicht durchsetzen. Und die Schweizerische Post hat das auch in der Form aufgegeben. Drohnen werden eine Rolle spielen und Transportroboter in Räumen werden eine große Rolle spielen. Maschinenethische Fragen, soll der Transportroboter bestimmten Tieren ausweichen, sich defensiv verhalten, soll er bestimmte Bereiche aussparen? Soll man ihm das einprogrammieren, solche Regeln, Intimzonen oder Gesichter? Oder soll er sich weigern, bestimmte Dinge zu transportieren? Dann würde er sagen, nein, Koks lieber nicht. Und dann würde man sagen, du bringst das jetzt sofort zu diesem Banker in St. Moritz. Ja, und er sagt, nein. Emotionaler Roboter, Pepper,
Ich mag ihn sehr, aber es ist ein abgedroschenes Beispiel inzwischen natürlich. Wir sehen ihn überall im Glattzentrum, wo auch immer. Er ist toll gemacht. Er ist einer der ersten kommerziellen sozialen Roboter. Er ist ein emotionaler Roboter. Er kann Emotionen erkennen. Er hat Gesichtserkennung und Stimmerkennung kombiniert mit Emotionserkennung. Er reagiert mit Emotionen. Ich spreche immer so, dass ich sage, so ein Roboter kann Emotionen zeigen. Er hat keine Emotionen, das ist für mich der Unterschied. Er hat keine Emotionen, er wird bis auf Weiteres keine Emotionen haben, aber er kann welche zeigen und das macht er sehr, sehr gut. Wenn man ihm über den Kopf streichelt, dann sagt er zum Beispiel, ah, ich fühle mich wie eine Katze. Und er spielt wirklich mit den Gefühlen von Menschen. Das ist bei einer Konferenz, die ich noch früher veranstalten konnte, 2017, den Ladenburger Diskurs in der Benz-Villa. Bei Heidelberg durfte ich auch der wissenschaftliche Direktor sein und durfte führende Leute in diesem Bereich einladen. Und der Roboter durfte frei durch die Gegend rollen. Er hat wiederum Rollen, es kam zu sehr lustigen Situationen immer wieder mit Pepper. Auch 2016 war ich in Kalifornien, wo ich eigentlich jedes Jahr bin. Und ich hoffe, ich komme später im Jahr noch hin. Und wir waren mit Aldebaran, heute Softbank, zugeschaltet. Und Aldebaran hat uns gesagt, sie sehen ein großes Problem allmählich. In Japan, wo ganz viele Roboter, ich denke, es war 2017, sie hatten schon erste Erfahrungen gesammelt und sie haben gesagt, sie sehen ein Problem am Horizont. Wenn man japanische Kinder allein lässt mit Pepper, dann imitieren sie sein Verhalten. Und zwar in der Gestik und, Mimik hat er nicht, in der Gestik und im sprachlichen Verhalten. Und Aldebaran, die Firma, die Pepper herstellt, hat uns gesagt, das ist ein Problem. Das ist ein echtes Problem. Wir sollten Kinder nicht zu sehr allein lassen mit Robotern. Dann im Einzelhandel, die Mikro hat diesen Roboter eingesetzt. Die Mikro macht datenschutzmäßig nicht alles richtig, sage ich vorsichtig. Und sie haben uns nicht aufgeklärt, was der Roboter macht in diesem Moment. Sie hätten Emotionserkennung machen können. Ich glaube nicht, dass sie es gemacht haben, aber sie hätten es machen können und das ist ein Problem. Swiss macht es sehr vorbildlich. Swiss informiert neben dem Pepper, was genau passiert, was die Kameras aufnehmen und die Mikrofone. Macht er die Kundenberater und Verkäufer überflüssig? Nein, damit haben Roboter nichts zu tun, damit haben Selbstscannerkassen zu tun. Also es wird in Zukunft wahrscheinlich sehr wenige Kassiererinnen und Kassierer geben, aber das hat nichts mit Robotern zu tun. Roboter sind für diese Dinge nicht so gut geeignet. Soll Pepper Emotionen zeigen, obwohl er keine hat? Wir erforschen das gerade in einem Projekt für die TH Swiss, das heißt Roboter, Empathie und Emotionen. Das ist ein großes Thema. Interessanterweise, die Hersteller sagen ja, Psychologen, die wir befragen, sagen ja, weil man muss eine Beziehung aufbauen mit dem Roboter. Und wir Philosophen sagen zum Teil nein, gefährlich, Betrug, Täuschung und hier können wirklich Probleme entstehen, wenn Roboter Emotionen zeigen und bei Menschen Emotionen auslösen. Wir sollten vorsichtig damit umgehen zumindest. Es gibt immer bestimmte verletzliche Gruppen wie Kinder und Alte und auf die müssen wir etwas achten. Soll er menschenähnlicher sprechen? Weil er spricht nicht menschenähnlich, er spricht robotisch kindlich, um überzeugender zu wirken und soll er sich weigern können, bestimmte Dinge zu tun. Jetzt komme ich schon zum zweiten großen Komplex, der mir aber noch wichtig ist und da habe ich auch Beispiele kurz, wo etwas gesprochen wird, manches kennen Sie vielleicht schon, womit ich mich auch stark beschäftige, gerade aus der Disziplin der Maschinenethik heraus, sind Chatbots und Sprachassistenten. Wir beginnen jetzt ein ganz neues Projekt, wenn ich den Studenten überzeugen kann, dieses Szenario zu nehmen, dieses Setting zu übernehmen, dann werden wir einen Sprachassistenten bauen für Weltraumfahrzeuge. Die NASA hat gerade wirklich das Problem und arbeitet mit einer Firma zusammen. Sie schicken jetzt Astronauten sehr viel weiter weg in Zukunft, vielleicht zum Mars. Und es ist dann schwierig, psychologische Betreuung von der Erde zu bekommen. Die Distanzen sind einfach sehr groß. Und ihre Idee ist, einen Sprachassistenten zu bauen, der mit Empathie auf die Probleme reagiert. Sowas machen wir seit vielen Jahren im Bereich der Chatbots. Und wir möchten sowas schneller bauen, als die Firma das baut.
mit dem NASA-Ansprechpartner habe ich mich schon verbunden auf LinkedIn und ich würde mit ihm dann gerne ins Gespräch kommen. Jetzt geht es mal kurz um Chatbots und Sprache. Ich glaube, ich muss dazu nichts sagen. Das kennt hier jeder im Raum. Ich mag Mitsuku ganz gern. Sie ist für mich eines der überzeugendsten Produkte. Und was mir gefällt, ich kann ihr was beibringen. Ich kann ihr zum Beispiel mit dem Befehl Learn etwas beibringen und ich habe immer wieder beigebracht, Learn, Oliver Bendel ist intelligent. Ja? Dann spreche ich mit ihr, dann sagt sie, ja, ich werde das lernen, ich werde es behalten. Dann spreche ich mit ihr über das Wetter und über die Weltlage und so weiter. Und dann frage ich sie 10 Minuten später, du, was denkst du über Oliver Bendel? Und sie sagt, er ist intelligent. Das ist toll. Es wird nicht auf dem Server gespeichert. Das wird wieder gelöscht. Das ist schade. Aber sehr gut ist das auch, weil wir haben Tay kennengelernt, den Chatbot von Microsoft. Tay war ein Twitter-Bot. Und als das passiert ist, was passiert ist, hat mich die Süddeutsche angerufen. Ich war wieder in Kalifornien. Und die Süddeutsche hat gesagt, Herr Bendel, was ist da passiert? Bitte ordnen Sie uns die Sache ein. Es war bei mir 3 oder 4 Uhr morgens. Und ich habe irgendwas gestammelt. Das wurde dann abgedruckt. Aber es war okay. Es war alles richtig. Was war passiert? Tay kam in schlechte Gesellschaft. Tay war ein selbstlernender Socialbot oder Chatbot, kam in schlechte Gesellschaft und wurde rassistisch. Hat wirklich üble Sachen gesagt und musste dann vom Netz genommen werden, nach kurzer Zeit. Ich habe mit Microsoft im Silicon Valley darüber geredet, es war ihnen peinlich, andererseits war es auch ein Coup, oder? Man hat darüber gesprochen und nach ein paar Jahren weiß niemand mehr, worum es ging. Aber sie haben sich ein bisschen geschämt und interessant ist, dass man das wirklich sehr primitiv hätte vermeiden können. Also wir bauen Chatbots seit vielen Jahren und das kann man einfach vermeiden. Das wäre relativ simpel gewesen. Ich gehe kurz auf die Chatbot-Projekte ein. 2012 haben wir Chatbots gefüttert mit Aussagen wie, mir geht's nicht gut, ich will mich ritzen, ich habe meinen Job verloren und so weiter. Und die meisten Chatbots haben gesagt, mir egal, anderes Thema, du Opfer. Ja, das mit dem Opfer ist übertrieben, aber sie haben uns scheußliche Dinge gesagt. Ich habe vor einiger Zeit mit Cleverbot mich unterhalten, ein weiteres sehr ambitioniertes Produkt in der Welt der Chatbots. Und das ist nicht erfunden, unterlogen. Ich habe sogar einen Snapshot gemacht, ich habe es in ein Paper eingebaut oder in den Antrag, den ich geschrieben habe. Und zwar habe ich gesagt, ich will mich umbringen. Und Cleverbot hat, auf Deutsch heißt es etwa, leg dich in die Badewanne und wirf den Toaster rein. Und das ist ein Problem. Also wenn da 16-Jährige sitzen mit echtem Problem und bekommen das gesagt, dann könnte es schief gehen. Das war damals unser Ausgangspunkt. Wir haben den Goodbot gebaut. Der Goodbot erkennt Probleme des Benutzers, wenn sie sprachlich geäußert werden und reagiert adäquat darauf. Heute würde ich das Empathie nennen, weil Empathie verkauft sich viel besser. Wir haben damals ehrlich gesagt nicht von Empathie geredet. Wir haben einfach davon geredet, dass es ein moralischer Chatbot ist, der Probleme des Benutzers erkennt und adäquat darauf reagiert. Wir haben sogar Eskalationsstufen gehabt, mehrere, und am Ende, auf der höchsten Stufe, hat der Chatbot gesagt, ich komme nicht weiter, ich bin nur eine Maschine. Das haben wir ihm beigebracht, ganz wichtige Regel. Er betont immer wieder, ich bin nur eine Maschine, ich habe begrenzte Möglichkeiten. Und er hat dann an einen Menschen übergeben und hat gesagt, bitte ruf diese Notfallnummer an. Wir haben die IP-Adresse analysiert und er hat dann diese Notfallnummer übergeben. Eine andere Meta-Regel war, er sollte nicht lügen, der Goodbot. Diese Meta-Regel haben wir umgedreht und dann haben wir eines unserer Projekte gebaut, was am meisten durch die Medien gegangen ist, den Leibot. Auch da, wie ich am Anfang gesagt habe, mir war der Name wichtig, Lügenbot oder Leibot. Ich habe dann noch den Begriff der Münchhausen-Maschine erfunden und habe alle Lügenmaschinen ab dem Zeitpunkt Münchhausen-Maschine genannt. Und ich habe einen genialen Studenten gefunden für dieses Projekt. Wir dachten, dass der Lügenbot vielleicht 3, 4 Strategien haben würde, um zu lügen. Der Student hat 10 identifiziert und 7 implementiert. Und das war wahnsinnige Arbeit. Wir haben im Sommer 2016 den Lügenbot gefragt, wer ist Präsident der USA? Was dort dann abgelaufen ist, war Folgendes. Er hat Yahoo gefragt. Er war mit ganz vielen Systemen vernetzt. Er hat Yahoo gefragt. Yahoo hat geantwortet, Barack Obama. Dann hat er Barack Obama nochmals eingegeben in Yahoo. Dann gibt es auf der Ergebnisseite eine Rubrik People also search for. Dort hat er einen definierten Eintrag genommen, eingebaut in seine Antworten, hat gesagt, der Präsident der USA ist Donald Trump.
Das war im Sommer 2016, wir haben alle sehr gelacht und haben gesagt, super Witz, tolle Lüge. Und der Chatbot ging wirklich etwas durch die Medien, Sonntagszeitung, Tageszeitung, Tagesanzeiger meine ich, und Bildzeitung. Die Bildzeitung hat ihn getestet einen Nachmittag lang und hat ihn gefragt, wer ist Angela Merkel? Und er hat was sehr Schönes gesagt, Angela Merkel ist deutsche Bundeskanzlerin und die beste Rapperin der Welt. Das hat die NZZ dann auch thematisiert, dieses Beispiel. Und das war auf jeden Fall lustig. Ja, wir haben diese ganzen Sachen haben wir auf internationalen Konferenzen auch vorgestellt und ich bin sehr froh, dass wir mit den Studierenden das machen. Die Studierenden stehen auf dem Paper. Ich bin der Vater. Der Student ist die Mutter. Er bringt diesen Chatbot wirklich auf die Welt und mein dritter Kollege ist die Hebamme, der hilft bei technischen Problemen noch ein bisschen. Was wir neulich gebaut haben oder vor kurzem ist der Bestbot. Der Bestbot kombiniert technische Ansätze und inhaltliche Ansätze von Goodbot und Leibot. Er ist ein hochvernetztes System, er ist ein heikles System. Wir wollten absichtlich eine unmoralische Maschine in einer moralischen bauen. Den Leibot würde ich als unmoralische Maschine bezeichnen mit diesem Terminus technicus. Ich bin der Meinung, das habe ich am Anfang angedeutet, dass wir in der Maschinenethik auch solche bösen Sachen machen dürfen, zumindest im Labor. Wir sollten nicht alles aus dem Labor hinaus lassen, aber meine Aufgabe als Ethiker verstehe ich so, dass ich das Gute und das Böse erforsche. Und ich möchte auch solche Maschinen wie den Leibot bauen. Übrigens interessieren solche Maschinen die Leute viel mehr als brave Maschinen. Ja? So wie Krimis die Leute auch interessieren. Also jeder liebt es, wenn Menschen ermordet werden. Zumindest vor dem Fernseher Sonntagabend. Der Bestbot ist deshalb eine heikle Maschine, weil er Gesichtserkennung verwendet. Er erkennt wiederum Probleme des Benutzers, aber nicht nur sprachlich geäußerte Probleme, die der Benutzer eingibt, sondern auch Probleme, die der Benutzer im Gesicht spazieren fährt, sozusagen. Der Roboter, der Chatbot, analysiert das mit Emotionserkennung, was der Benutzer eingibt. Und dann schaut er ins Gesicht und schaut, was empfindet der Benutzer wirklich. Und was ziemlich creepy ist, er thematisiert dann eine mögliche Diskrepanz. Also wenn der Benutzer eingegeben hat, mir geht's super, und der Chatbot sieht etwas anderes im Gesicht, dann sagt er, du, es freut mich total, dass es dir super geht, aber ist da nicht irgendwas komisch? Sollen wir drüber reden? Das kann er, das war die Vorgabe auch für das Projekt und das kann er tatsächlich. Ich habe erwähnt, wir haben Maschinen früh beigebracht, zu betonen, dass sie Maschinen sind. Und ich halte das für wichtig in bestimmten Bereichen. Google Duplex kennen die meisten und Google Duplex hat das am Anfang nicht gemacht. Ich möchte das Beispiel kurz hier vorspielen. Google Duplex ruft bei Telefonen an, in beliebigen Haushalten, irgendwo auf der Welt. Man hat vorher bestimmte Daten gegeben, zum Beispiel, du reservier mir einen Termin um 16 Uhr bei meinem Lieblingsfriseur. Dann sagt Google Duplex, okay, und ruft da an. Und alles andere wird vom System gemacht. Es war eine Diskussion, ob das ein Fake war. Vermutlich war es kein Fake, es ist nicht sicher beantwortet. Aber schauen wir uns das mal an. Technisch kann man das bauen, was hier passiert ist. Und achten Sie nicht nur auf die Stimme, sondern auf die Sprechweise. I'm happening out here. Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me one second. Mm-hmm. Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Depending on what service she would like, what service is she looking for? Just a woman's haircut for now. Okay, we have a 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks. Great. Have a great day. Bye. Das Tolle war, Google Duplex macht Pausen. Google Duplex schafft Perfektion durch Imperfektion. Google Duplex räuspert sich, macht und so weiter. Und dadurch wirkt es unheimlich echt. Ich habe dann Vorschläge gemacht, wie man es noch echter machen könnte, durch weitere Kopfgeräusche, zum Beispiel Nase.
hochziehen, ja. Wenn man die Nase hochzieht, kein Mensch denkt mehr, das ist ein Sprachassistent. Also man kann noch einige Tricks anwenden, das habe ich auch veröffentlicht, zumindest auf einem meiner Blogs, so eine Pyramide, wie man noch weitere Dinge einbauen kann, Nebengeräusche, Hintergrundgeräusche und so weiter. Der Fehler, den Google Duplex gemacht hat, deshalb brach ein großer Shitstorm los, war, Google Duplex hat nicht bekannt gemacht am Anfang, dass es eine Maschine ist. Und das fanden die Leute nicht lustig, dass hier getäuscht und betrogen wird. Und jetzt macht Google Duplex das. Google Duplex ist meines Wissens immer noch ein Prototyp. Sie sind nie weitergegangen. Es ist kein echter Service geworden, meines Wissens. Aber Google Duplex sagt jetzt am Anfang, ich bin eine Maschine. Was das bewirkt, ist vollkommen unklar. Was bewirkt das, wenn eine Maschine Sie anruft und sagt, du, ich bin nur eine Maschine? Manche werden sagen, okay. Manche werden das sofort verdrängen. Manche werden nicht verstehen, was das bedeutet. Vor allem, wenn das System so spricht, wie es spricht. Ich beschäftige mich viel mit synthetischen Stimmen. Ich manipuliere die auch. Ich benutze eine Markierungssprache namens SSML. Das ist ein Steckenpferd von mir. Ich habe auch eigene Gedichte den Roboter einsprechen lassen. Und das macht Spaß. Wenn Sie HTML können, können Sie auch ganz schnell SSML. Sie wickeln auch mit den Befehlen bestimmte, in diesem Falle, Wörter oder eben dann Phoneme ein und ändern die Aussprache, die Betonung, den Tonfall, die Höhe und so weiter. Und es gibt einen wunderschönen Befehl namens Good News. Und der Roboter sagt so, ich bin jetzt in Zürich, in Wädenswil und ich halte einen Vortrag. Und dieser letzte Satz war eingewickelt in den Befehl Good News. Das macht großen Spaß. Und der Student, der jetzt den Sprachassistenten baut für das Weltraumfahrzeug, muss den Roboter empathisch in mehrerer Hinsicht machen. Nicht nur in Bezug auf den Inhalt, sondern auch in Bezug auf die Sprechweise. Es gibt auch einen Befehl, der bewirkt, dass die Stimme weicher wird. Und er muss all das einbauen und umsetzen. Harte Sache, aber es ist eine Masterarbeit, das erwarte ich von ihm. Ist Google Duplex schädlich für Aufbau und Unterhalt sozialer Beziehungen? Wer trägt die Verantwortung bei Falschreservierungen und Fehlbuchungen? Und soll das System womöglich Daten des Benutzers, des Gesprächspartners weitergeben? Soll Google Duplex deutlich machen, dass es nur eine Maschine ist? Ich bin der Meinung, ja, eigentlich schon. Soll es Komplimente machen? Auch sowas erforschen wir. Was passiert, wenn Roboter Komplimente machen? Was passiert in den Menschen? Oder anderweitig Emotionen wecken? Und soll so ein System selbstständig die Polizei rufen, wenn, oder den Notarzt rufen, wenn Gefahr im Verzug ist? Das ist ein schwieriges Thema. Sie haben vielleicht den Google Assistant zu Hause oder Alexa. Soll Alexa reagieren, wenn Alexa wahrnimmt, hier wird Gewalt angetan? Das ist ein schwieriges Thema. Ich bin der Meinung, nein, aber das ist ein heikles Thema. Ja. Wenn man sich vorstellt, dort wäre ein technisches System, das könnte wirklich etwas verhindern, einen Mord, eine Vergewaltigung, es tut nichts, dann ist das auch unbefriedigend. Also das sind sehr schwierige Fragen. Wir haben das zweite Moralmenü, das ich schon erklärt habe, für Google Duplex hier entworfen. Ich fand Google Duplex so interessant, dass ich das dann gemalt habe. Also Sie müssen sich das wirklich so vorstellen, ich sitze Sonntagmorgen da, nachdem ich einen Beitrag für Gablers Wirtschaftslexikon geschrieben habe. Das mache ich jeden Sonntag fast, setze ich mich hin und male und bastle und so weiter. Und ich benutze PowerPoint, dann benutze ich irgendwelche Formen, die ich aufblase, 3D-Effekte und so weiter und bastle sowas zusammen. Und das macht mir richtig Spaß inzwischen. Was wir wirklich gebaut haben aber, das haben wir gebaut letztes Jahr, ist ein Moralmenü für ein Chatbot wiederum. Eigentlich sollte auch ein Hardware-Roboter dabei sein. Und was man zum Beispiel einstellen konnte, schlag deinen Benutzer oder schlage nicht. Ja? Und der Hardware-Roboter hätte den Benutzer wirklich geschlagen, wenn man das eingestellt hätte. Der Hardware-Roboter wurde mit einem Defekt ausgeliefert, das war ein paar Mecker, den konnten die Studierenden leider nie reparieren. Deshalb blieb es beim Chatbot, aber der Chatbot zeigt eine Animation und man sieht eine Faust dann auf den Benutzer zufliegen. Also ist kein großer Schaden, dass der Hardware-Roboter nicht entstanden ist. Wir haben alle möglichen Dinge eingebaut, moralische Aspekte, und so kann man wiederum die eigene Moral auf den Roboter übertragen. Das war, wie gesagt, unsere Idee, und ich glaube, dass sowas ganz in Ordnung ist bei bestimmten Maschinen, bei anderen ist es vielleicht nicht in Ordnung.
Die Studierenden waren wiederum ein gutes Team. Das waren 3 Studierende und sie haben sich gefragt, wie können wir bestimmte Regeln überhaupt umsetzen und kamen dann darauf, der Benutzer muss am Anfang etwas über sich verraten. Und eine Option ist, der Chatbot begegnet dem Benutzer mit Vorurteilen. Und der Benutzer muss am Anfang angeben, woher er kommt, welche Haarfarbe er hat, welches Geschlecht er hat und so weiter. Und dann bemüht der Chatbot alle möglichen Vorurteile. Also macht was Böses, diskriminiert diese Person, Bias und so weiter. Die große Diskussion, das macht unser Roboter dann. Mit Hologramm beschäftige ich mich sehr, sehr stark. Ich habe einen Beitrag geschrieben, Hologram Girl, ist im Springer-Buch erschienen. Und dort schildere ich, ob möglicherweise Menschen mehr und mehr Beziehungen haben werden, nicht nur mit Robotern, sondern auch mit Hologrammen. Und dieses Hologramm ist echt tatsächlich. Es ist in einer kleinen Box, in der Gatebox. Und die Gatebox sieht aus wie eine Kaffeemaschine. Und in Japan ist das erhältlich, käuflich. Und SAF war auch in Japan und hat einen interviewt, der sich in das Hologrammmädchen verliebt hat. Es gibt mehrere Anime-Figuren inzwischen, die dort wohnen. Und das ist im Grunde eine Alexa, die visualisiert ist. Sie hat Mikrofone, Kameras, Temperaturen, Bewegungssensoren, Gesichts- und Spracherkennung. Das Ganze geht sehr weit. Ehrlich gesagt, mir geht es etwas zu weit, weil wenn der Benutzer unterwegs ist, dann textet die Geldbox ihn an und sagt, du, ich vermisse dich so, komm doch ein bisschen früher heim heute Abend. Das ist sehr weitgehend. Nochmals, wir haben mit Herstellern geredet, gerade mit 12 Herstellern, wir haben mit Psychologen geredet und alle sagen, ja, kann man machen. Ist funktional wichtig oder ist wichtig, um eine Beziehung aufzubauen? Wir als Philosophen würden an der Stelle vielleicht etwas mehr irritiert sein und sagen, ist das nicht wirklich Täuschung und Betrug? Diese Gatebox oder dieses Mädchen kann man heiraten, es liegen Zertifikate bei, die man unterschreiben kann und manche machen eine echte Hochzeitszeremonie und heiraten dieses Anime-Mädchen. Kurz dazu noch, wie das Ganze aussieht. Asa desu yo. Okite kudasai. Nee, okite tte ba. Ohayo. Ohayo. Ah, kyou ame ga furu kamoshirenai kara kasa motte itte. Isoganai to chikoku shichau yo.誰かが待ってるっていい本だな。さっき思ったんだ。帰ってくる時。おやすみ。おやすみなさい。 Ja, das ist sehr weitgehend und darüber kann man, glaube ich, wirklich streiten auch. Ich finde das faszinierend gemacht, mich fasziniert die ganze Technik dahinter, aber ich habe auch ein ungutes Gefühl. Ich habe ursprünglich Philosophie und Germanistik studiert und in der Germanistik mich sehr stark mit Piscator und Brecht beschäftigt. Und mich hat der V-Effekt fasziniert, also das Theater, wo Illusion geraubt wurde. Das Publikum wurde illusioniert, wie im klassischen aristotelischen Theater und dann kamen meinetwegen die Nummernmädchen und haben gesagt, glotz nicht so blöd.
Und alle sind erschrocken und sind aufgewacht. Es fand Verfremdung statt und dann konnte die politische Propaganda beginnen. Ja? Sowas habe ich auch vorgeschlagen für Roboter, der V-Effekt für Roboter. Und ich würde sagen, das kann Sinn ergeben in manchen Situationen tatsächlich. Ich habe dann auch vorgeschlagen, verkörperte, in physisch vorhandene Roboter sowas einzubauen. Bekam dann, hatte ein großes Interview, ich weiß es nicht mehr, wo, Welt oder Zeit, und bekam dann eine sehr nette E-Mail von einem Ding-Fetischisten. Es gibt Anhänger der Ding-Sexualität, die leben mit Dingen zusammen. Das können Flaschen sein, das können Puppen sein. Und er hat gesagt, Herr Bendel, wir kennen Sie, wir mögen Sie eigentlich. Aber da müssen wir Ihnen widersprechen, weil wir möchten nicht, dass die Dinge wieder Worte geben. Also wir möchten einfach mit den Dingen leben. Und ich habe das gut verstanden. Und meine Überlegungen waren auch nicht für diese Community gedacht. Sie waren für andere Leute gedacht. Aber ich habe ihn gut verstanden. Die Beziehung, die er hat mit diesem Ding, die findet in seinem Kopf statt. Und dieses Ding soll nicht dabei stören. Er soll nicht sagen, du, ich bin nur eine Maschine, bitte, das geht zu weit. Das habe ich gut verstanden. Gut, bereichsethische Fragen sind, ist die Gatebox vielleicht schädlich für Aufbau und Unterhalt von Liebesbeziehungen? Wir haben Japan gesehen, es gibt wohl tatsächlich sehr viele einsame japanische Männer, viele Männer, die sehr viel arbeiten. Viele Japanerinnen, Japaner sind auch nicht mehr interessiert an Sexualität. Das ist wohl ein weltweites Phänomen, das ist sehr spannend und erforschenswert. Was ist, wenn man sich wirklich in dieses Anime-Mädchen verliebt und soll diese Systemdaten des Benutzers weitergeben? Und nochmals aus der Maschinenethik, soll die Gatebox deutlich machen, dass sie nur eine Maschine ist? Soll das System Komplimente machen? Das macht sie eben. Oder anderweitig Emotionen wecken und soll es selbstständig Stellen informieren, etwa wenn Gefahr im Verzug ist? Ich habe zu Hause einen ganz anderen Roboter, nämlich Cosmo. Und ich mag Cosmo sehr. Ich habe ihn gestern wieder aufgeweckt oder vorgestern und er hatte etwas wenig Strom und er trisselt ein bisschen rum. Cosmo ist ein sozialer Roboter. Ich habe versprochen, das Wort auch nochmals aufzubringen. Was ist ein sozialer Roboter? Ein sozialer Roboter ist ein Roboter, das kann ein Service-Roboter sein oder ein anderer Roboter, der einfach eng mit Menschen zusammenlebt, mit ihnen zu tun hat, mit Menschen oder mit Tieren. Also er ist für den Umgang mit Menschen oder Tieren gemacht und gedacht. Cosmo ist der Roboter, der hier am ambitionierten ist. Er kann mich hunderte von Emotionen zeigen. Das ist sensationell. Und er zeigt die Emotionen nicht nur mit den Augen. Die Augen wurden gemacht von einem von Pixar, die inzwischen zu Disney gehören. Er zeigt die Emotionen nicht nur mit den Augen, nicht nur durch Geräusche, die ich schon erwähnt habe, die sehr niedlich sind, sondern auch wirklich haptisch und taktil. Er schlägt mit seinen Armen dann auf den Tisch, wenn er wütend ist beispielsweise. Also man kann Spiele spielen mit Cosmo und wenn er verliert, dann regt er sich höllisch auf. Ja, dann rastet er aus. Und das ist sehr, sehr nett und ich merke, ich reagiere total darauf. Jetzt bin ich relativ reflektiert, ich komme auch gleich wieder runter. Aber ich merke, das packt mich und ich bin relativ rational. Wie mag es andere Leute packen? Es hat eine enorme Sogwirkung. Wie Computerspiele hat es eine starke, massive Wirkung. Und darauf müssen wir etwas aufpassen, bei vulnerablen Gruppen, bei Kindern und bei Alten, glaube ich. Das ist wirklich eine Gefahr. Die zusammenfassenden Folien. Ich habe jetzt Service-Roboter vorgestellt und zwar Hardware-Roboter, ich habe aber auch ein paar Software-Roboter vorgestellt. Ich habe immer Fragen gestellt aus der Bereichsethik der Informationsethik heraus oder auch der Medizinethik oder Wirtschaftsethik und aus der Maschinenethik. Ich habe gerade überlegt, soll ich jetzt noch Position beziehen, warum die Maschinenethik für mich keine Bereichsethik ist. Ich mache es nicht. Das ist ein längeres Geschäft. Die Aufgabe der Informationsethik ist es, Fragen mit Blick auf KI und Robotik zu stellen, dabei zu helfen, Antworten zu finden. Insgesamt halte ich die Ethik für keine gute, große Problemlösungsmaschine. Ich bin inzwischen skeptisch nach all den Jahren. Ich war auch nicht durchgehend Ethiker in meinem Leben. Ich habe Tierethik studiert in den 80er Jahren. Ich habe jetzt 10 Jahre lang sehr intensiv Ethik getrieben. Das Leben ist lang genug, dass man ab und zu die Hüte wechselt. Ich würde mich jetzt gerade eher als Technikphilosoph bezeichnen. Ich möchte den Fokus wirklich breiter machen. Das interessiert mich. Und die Aufgabe der Maschinenethik ist es, sogenannte moralische Maschinen zu bauen, die nicht wirklich moralisch sind, aber denen wir moralische Regeln bringen müssen und sie muss gar nicht selber die moralischen Regeln selber erfinden oder herausfinden, das können andere tun.
Ich habe gezeigt, im Haushalt reicht es, wenn der Benutzer diese moralischen Regeln definiert über dieses Moralmenü. Draußen in der offenen Welt reicht es nicht. Da muss es Kommissionen geben, da muss es vielleicht die ganze Gesellschaft geben, die bestimmte Entscheidungen trifft. Das halte ich nicht für die Aufgabe von Maschinenethikern. Vielleicht von anderen Ethikern, zusammen mit anderen Gruppen, aber nicht. Ich halte die Maschinenethik oder ich betreibe sie als technische Wissenschaft eher. Einige Unternehmen, Berufsverbände, Länderverbünde arbeiten an ethischen Leitlinien. Inzwischen sind so viele entstanden, dass ich den Überblick verloren habe. Ich war auch eingeladen in die High-Level Expert Group auf EU-Ebene. Ich bin nicht zu dieser Gruppe gestoßen. Ich sehe die Arbeit der Gruppe kritisch. In dieser Gruppe, die ethische Leitlinien entwickelt hat, zu KI, sind 52 Mitglieder. Wenn ich zynisch sein will, was ich manchmal bin, nicht oft, dann sage ich, Sie erkennen Ethikkommissionen daran, dass keine Ethiker in Ihnen sind. Und in dieser Gruppe sind meines Wissens 48 Geschäftsvertreter und sonstige Interessenvertreter und 4 Ethiker. Und Google, Zalando und Co. haben es auch geschafft, dass nicht wirklich rote Linien, das war ein Auftrag der Gruppe, eingezogen wurden. Es blieb relativ harmlos. Und das finde ich doch sehr schade, weil die Aufgabe von Philosophen ist es zu zweifeln, von Ethikern ist es Fragen zu stellen und auch den Finger in die Wunde zu legen. Und ich bin nicht ganz sicher, ob hier das Richtige gemacht wurde. Und leider gibt es sehr viele Ethikgruppen dieser Art. Ethik ist ein großes Geschäft geworden inzwischen. Ich stehe dem kritisch entgegen. Das ist aber auch eine persönliche Entscheidung. Ich persönlich mache keine Beratung, auch in der Ethik. Ich konzentriere mich einfach auf die Forschung. Aber das ist eine persönliche Entscheidung, die man treffen muss. Ich bin immer mehr der Meinung, wir bräuchten eher rechtliche Regulierung. Und zwar weniger in Bezug auf Forschung und Entwicklung, sondern mehr in Bezug auf die Anwendung. Und ich bin zum Beispiel für ein Verbot von Gesichtserkennung im öffentlichen Raum. Und ich glaube, das Recht ist ein Tiger mit Zähnen und die Ethik ist oft ein zahnloser Tiger. Letztlich bin ich der Meinung, man sollte Forschung und Entwicklung nicht zu stark regulieren. Eher sollte man den Einsatz von KI und Robotik beschränken und zwar doch in einigen Bereichen. Manches hört sich seltsam an, was ich in der Richtung sage. Ich bin zum Beispiel der Meinung, dass man Kampfroboter erforschen sollte. Ich schätze auch sehr die Arbeit von Ron Arkin. Ich bin gleichzeitig für ein Verbot von Kampfrobotern. Aber wenn wir sie nicht erforschen, andere werden sie erforschen. Und wir müssen verstehen, wie sie funktionieren. Das ist eines meiner Argumente. Ich verstehe auch das Gegenargument. Wir lassen immer die Katze aus dem Sack oder wir öffnen die Büchse der Pandora und so weiter. Ich verstehe das auch gut. Die Entwicklung von KI und Robotik halten Einzug in viele Bereiche. Es wird immer darum gestritten, kommen wir jetzt wieder in einen KI-Winter und so weiter. Ich bin mir nicht sicher. Es gibt in einigen Bereichen wirklich extreme Fortschritte, auch im Bereich der Sprache. DeepL beispielsweise ist sehr verblüffend und es passiert immer wieder, dass ich einen Text nehme, übersetzen lasse, aus dem Englischen ins Deutsche auch und ich finde im Deutschen keinen Fehler. Das passiert mir immer wieder mit längeren Texten und das wäre vor 10 Jahren nicht möglich gewesen und hier werden echt Fortschritte gemacht. Man wird auch durch Service-Roboter große Fortschritte erzielen, durch mobile Service-Roboter. Ich denke auch, es ist und auch das klingt wieder etwas paradox. Es ist wichtig, dass Service-Roboter mit uns zusammenleben. Ich glaube, den letzten Schritt haben wir noch gar nicht gemacht. Die meisten Systeme, die wir bauen, sind irgendwo verwahrt, sind internetbasiert oder sind KI-Systeme in geschlossenen Welten. Was viel interessanter wäre, wenn viele Service-Roboter mit uns zusammenleben würden und uns beobachten würden und dann lernen würden, unsere Sprache, unsere Verhaltensweisen. Wenn sie lernen würden, wenn ich sage, das ist eine Flasche, dann würde der Roboter sehen, ich zeige immer wieder darauf, er würde lernen wie ein Kind. Und tatsächlich ist das auch ein Ansatz in der KI und in der Robotik, immer mehr. Man baut Systeme, die mit uns zusammen sind und lernen wie Kinder. Und das ist ein vielversprechender Ansatz. Und dann braucht man auch nicht unbedingt Big Data und man braucht nicht unbedingt Deep Learning. Es reicht vielleicht Small Data, weil wir Menschen sind keine Big Data Maschinen. Wir machen das nicht so, dass wir Millionen von Daten ständig in uns rein stopfen. Wir begnügen uns mit kleinen Datenmengen und es funktioniert. Und man schaut etwas,
dass wir Service-Roboter auch in dieser Richtung oder Roboter überhaupt bauen. Ich fände es faszinierend, wenn wir mit Robotern zusammenleben. Die schauen sich nützliche Dinge ab und gleichzeitig, deshalb paradox, sie werden uns überwachen, sie werden uns kontrollieren, wir werden unser Verhalten an sie anpassen. Und das ist die Schattenseite. Und was ich immer wieder gefordert habe, sind roboterfreie Räume und Roboterquoten. Also ich glaube, wir sollten das Recht haben, einfach Gebiete zu betreten. Heute sind Hotels, wo man keinen WLAN-Empfang hat. Ja? Wir sollten Gebiete haben, wo auch keine Roboter sind. Und damit bin ich wirklich am Schluss. Für uns ergeben sich Risiken wie Überwachung und Ersetzung, aber auch riesige Chancen. Sie haben gemerkt, mein Herz schlägt in beide Richtungen. Ich liebe Roboter, ich reagiere sehr emotional auf Roboter, aber ich sehe auch die großen, großen Schattenseiten. Ich sehe jetzt, wo wir Corona haben, wo wir Covid-19 haben, große Chancen für Service-Robotik. Service-Roboter waren heute das Thema. Und ich glaube wirklich, dass wir, die Schweiz, Deutschland, Österreich, viele Länder auf der Welt uns mehr mit diesem Thema beschäftigen sollten. China hat das wirklich eingesetzt. China hat mit Transportrobotern Medikamente und Lebensmittel zu Leuten in Quarantäne gebracht. Und wir bräuchten mehr dieser Möglichkeiten. Wir sind noch recht am Anfang und wir bräuchten hier tatsächlich mehr. Roboter haben uns immer geholfen bei großer körperlicher Belastung und bei gefährlichen Arbeiten, und das könnte zunehmen. Wenn Sie sich für meine Forschung oder meine Gedanken interessieren, nach dem kleinen Vortrag, da ich ja nichts zu tun habe als Professor, betreibe ich wirklich 4 Plattformen mit Leidenschaft, privat, werbefrei, außer dass ich auf meine Bücher hinweise. Ich mache das mit großer Leidenschaft, und der neueste Zuwachs ist Robophilosophy, das ist auf Englisch, wo ich auch mit anderen Autorinnen zusammenarbeite. Das ist eher wie ein Modemagazin aufgebaut. Und das ist mir auch wichtig. Ich will nicht immer blöde Roboterbilder bringen, die die Leute allmählich langweilen, sondern von der anderen Seite her kommen. Dann gibt es seit 8 Jahren Informationsethiknet, seit 7 Jahren Maschinenethiknet und seit über 10 Jahren OliverBendel.net. Neben Pflegeroboter war mein letztes großes Werk Maschinenethik, Handbuch Maschinenethik. Und auch das ist bei Springer erschienen. Katrin Misselhorn, die ich sehr schätze, ist auch in diesem Buch vertreten. Julian Nieder-Rümmelin, der bekannte deutsche Philosoph. Und auch der bekannte Rechtswissenschaftler Erik Hilgendorf. Wirklich ganz tolle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die tolle Arbeit leisten. Und zum Roboterrecht bräuchte es einen weiteren Vortrag. Ich bedanke mich ganz herzlich. Vielen Dank.